Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Prophet. Wir sind immer noch in diesem Teil der Map. Wieder in Zombie-Stadt. Denn wir müssen die Endbosse killen. Wir haben gerade die Mission dafür bekommen. Und ich bin gespannt, was die uns so zu bieten haben. Denn die letzten Endbosse, kann man sagen, waren nicht besonders berauschend. Ich sammle erstmal so ein paar Mobs ein. Mein Drache lässt mich mal wieder im Stich. Nein, da bist du. Du bist nur irgendwie geschrumpft gerade. Meins. Meins. Okay. Was seid ihr für Leute? Ist mir egal. Greift mich ruhig an. Ihr könnt mir ja eh nichts. Gib, gib, gib. Wieso zum Teufel greift ihr mich nicht an? Schecks Alchemist. Okay. Ihr wollt mich nicht angreifen. Aber die Ratte will. Verdammt nochmal, Ratte. Piss dich weg. Du auch. Aber ich nehme trotzdem euer Zeug. Da. Örkrä Mandorit. Und Oredoparon. Oder sowas ähnliches. Zumindest soll ich den da angreifen. Mal gucken. Auf jeden Fall. Wow. Auf jeden Fall ist sein Schwerterkollege ziemlich gut bei der Sache. Oh, und ich sterb gleich, wie das aussieht. Das ist nicht so gut. Okay, das war nicht geplant. Okay, hier sind wir wieder. Und jetzt machen wir es richtig. Bam, bam, komm. Verreck. Oh, verdammt, ich verrecke. What the fuck? Nein, ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Jawohl. Eine Potion hilft immer in der Not. Und mein Drache ist wieder weg. Nein, lass mich in Frieden. Nein. Nein, ich bin fast tot. Lass mich in Ruhe. Eure Drache regeneriert gerade. Verdammt. Lass mich in Frieden. Ich will den Loot. Danke für den Loot. Oh, verdammt, ich muss weg. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben, nicht jetzt. Mein Sieg muss doch. Folgt mir immer noch irgendjemand? Nur noch diese eine hier. Von dir lasse ich mich nicht bis. Wirklich? Von einem stinknormalen Zombie? Na, was hat uns der werte Kollege denn so gegeben? Was ist das? Wachturm Zauberstab. So gut, dass ich Zauberstäbe benutze. Was haben wir? Rüstungsdurchschlag minus 10, physische Abwehr minus 10, Gesundheit minus 10. Nee, der ist nicht besonders gut. Also hat sich das überhaupt nicht gelohnt? Okay, also wie es aussieht, musste ich nicht nur den komischen Priester besiegen, sondern auch das Skelett, was direkt neben ihm ist. Ich muss beide gleichzeitig besiegen. Ich denke, das mache ich direkt jetzt, wenn ich schon mal dabei bin. Ich glaube, ohne seinen Kumpan macht er mir nicht so viel Schaden, deswegen.
Und mein Drache kann wieder gerufen werden. Das trifft sich sehr gut. Und jetzt kriegst du einen aufs Maul. Blöde Ratte. Bam, bam, bam. Und nur für den Fall der Fälle noch eine Potion hinterher. Jetzt muss ich gar keine Angst mehr vor dem Spacken haben. Yes. Gut, Loot hat er nicht abgeworfen, aber okay. Wow, das ist gut. Feldohrringe. Die muss ich gleich mal benutzen. Okay, was muss ich jetzt noch umbringen? Da hinten so einen Typen. Wage es euch nicht jetzt noch frech zu werden, ihr Blöden. Wir haben gute Arbeit geleistet, Drache. Und wir sind nur einmal gestorben. Und jetzt kommen schon wieder die blöden Ratten. Erstmal Teabaggen. Moment. Nein! Drache, das war unüberlegt. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier rauskomme. Außer, Moment. Drachengehege. Gut, dass ich immer einen Flugdrachen dabei habe. Plündernder Galika. So, und jetzt werdet ihr alle sterben, ihr blödes Rattenpack. Alles meins, meins. So, und jetzt du. Du, ich habe keine Ahnung, warum ich so einen Hass gegen dich habe, aber... Ich werde schon meine Gründe dafür haben. Oh mein Gott, im Vergleich zu den anderen Typen bist du ja der totale Flachpfosten. Genau, auf die Knie mit dir. Was habe ich da bekommen? Zauberstab. Mein Rucksack ist voll. Wow, das ist immer eine völlig total neue Situation, mit der ich hier klarkommen muss, dass mein Rucksack voll ist. Drache, ich habe nicht gesagt, du kannst gehen. Du bleibst schön hier. Ja, du wirst nicht einfach weggesteckt. Sonnenaufgangring. Whatever. Okay. Was wollte ich nochmal machen? Feldohrring geübt, genau. Den wollte ich austauschen. Minus 8 Heilkraft oder minus 12. Was ist wichtiger? Plus 12 Gesundheit oder plus 12 Heilkraft? Ich glaube, die Heilkraft ist besser. Ja, dann behalte ich den erstmal. Gut, dann sind wir eigentlich hier fertig. Das bedeutet, wir können wieder zurück zum Questgeber. Dafür brauche ich meinen Kollegen hier, weil ich nicht Bock habe, quer durch die Zombie-Herde durchzuwarten. Da bin ich wirklich zu faul für. So. Hi. Plünder Galika. Level 18. Mein Gott, ich bin so reich. Yes.
Suche nach den Geißeln. Findet Prax Quistern. Abgeschlossen. Und wo soll ich diese Quest abgeben? Ach, dafür muss ich ins endlich ins nächste Gebiet. Das bedeutet, ich bin hier fertig und kann auf meiner Reise endlich fortfahren. Wenn man sich die Weltkarte anguckt, das hier ist dann wohl die Endstadt, wohin ich komme, wenn ich High Level bin. Ich kann da jetzt auch hinfliegen. Wird 5 bis 10 Minuten dauern, aber so macht's keinen Spaß. Jedenfalls, wenn man sich die Map ein bisschen anguckt, dann bemerkt man schnell, die Welt hat weniger was mit Open World zu tun und mehr etwas mit schlauchförmig. Also es ist immer noch ein MMO mit Open World typischen Elementen, aber es verläuft ziemlich schlauchförmig, um den Spieler in die richtige Richtung leiten zu können und ihn ein besseres Spielgefühl geben zu wollen, denke ich mal. Es ist auf jeden Fall nicht negativ zu betrachten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin mich die Reise als nächstes führen wird. Und das nächste Ziel ist Ost-Parsing-Wälder. Da bin ich schon gespannt drauf. Vor allem das Ding hier würde ich gerne mal aus der Nähe betrachten. Gut, an der Stelle, wir hatten viele Bosskämpfe in dieser Episode. An der Stelle mache ich auch wieder einen Cut. Ich bedanke mich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Immer dann denken, Just Fu, bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, Alastor. Er ist schüchtern.